bin ein bisschen aufgeregt, denn ich bekomme jetzt gleich mein allererstes Zahnbleaching. Ich hatte wirklich noch nie ein Zahnbleaching und das liegt einfach daran, dass, ja, dass ich das irgendwie noch nie so richtig für notwendig gehalten habe, weil meine Zähne ja von Natur aus relativ weiß sind. Aber ja, ich trinke ja auch sehr gerne Kaffee und Wein und Tee. Und ich finde, das merkt man, auch wenn man das jetzt, wenn ich jetzt so in die Kamera reinspreche, sieht man es jetzt nicht so. Aber deswegen bin ich umso gespannter gleich auf den Vorher-Nachher-Unterschied. Wieder zurück von der Behandlung und man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht, aber ja, ich sehe ihn auf jeden Fall. Ja, und ansonsten muss ich jetzt gerade so ein bisschen aufpassen. Ich darf 48 Stunden lang keinen Kaffee, keinen Tee und ja, auch sowas wie Schoki nicht essen. Ja, ein bisschen traurig, aber ich habe mir Glassträume gekauft, dann kann ich wenigstens ein bisschen cheaten. Abgesehen davon sind meine Zähne leider ein bisschen empfindlich, also ich habe auch deswegen nur 3 Durchgänge gemacht. Weil mir der 4. war mir dann halt zu viel mit den Zähnen, weil ich habe unten relativ wenig Zahnschmelz und deswegen tut es dann bei mir ein bisschen mehr weh als wahrscheinlich bei anderen. Genau, aber ich bin trotzdem sehr, sehr happy.